Your witch is top 10. I got option. Yo Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das heutige Thema ist das Thema Ritalin und warum ich Ritalin genommen habe und warum es man nicht nehmen sollte, wie auch immer, mein Erfahrungsbericht zu Ritalin. Let's go. Also, warum hat Samuel Lift Ritalin genommen? Der Typ, der sowieso schon den ganzen Tag auf 180 ist, warum nimmt der Ritalin? Fangen wir an mit meiner Vorgeschichte. Also ich war mal 10 Jahre alt und da wurde meiner Mutter auch schon angeboten, weil bei mir ADHS festgestellt wurde, dass ich zum Beispiel Ritalin nehmen soll. Im Alter von 10, 11 Jahren habe ich das aber nicht nehmen müssen, zum Glück, weil meine Mutter dagegen entschieden hat und es war auch die richtige Entscheidung, weil ich der Meinung bin, dass man bei einem Kind in dem Alter nicht mit Tabletten eingreifen sollte in den Wachstum und generell die Erfahrung, die ein Kind macht, sollte dann ohne Hilfe von solchen Tabletten hier passieren oder Beeinflussung eher gesagt. Denn das ist eine ganz klare Beeinflussung hier, Freunde, weil ich jetzt euch mal was sagen muss zu Ritalin, okay? Ich habe 2 Wochen vor meiner schriftlichen Prüfung angefangen, Ritalin zu nehmen. Ich habe angefangen die ersten 10 Tage mit 10 Milligramm und die letzten 4 Tage mit 20 Milligramm, einfach aus dem Grund, weil der Körper sich an die Dosis, die du ihm gibst, gewöhnt, wie mit Koffein und mit Nikotin und mit anderen Drogen, Suchtstoffen, Zucker eben auch der Fall ist mit Ritalin hier. Ich kann euch mal ganz kurz die Vorteile erzählen, die ich mit Ritalin feststellen konnte. Also der erste Vorteil, den ich habe, ist, dass die Aktivität halt steigt einfach. Du bist aktiver, du bist in einem besseren Leistungsmodus und machst quasi einfach mehr Dinge. Du bist einfach in einem Modus, in dem du auch bist, wenn du zum Beispiel Koffein nimmst. So kannst du dir das vorstellen. Wenn du sehr, sehr hohe Dosis von Koffein nimmst, so kannst du dir das vorstellen, ist es auf Ritalin nur eben über den ganzen Tag in einer soliden, durchgehenden Basis, sage ich mal, verteilt. Der weitere Vorteil ist eben, dass die Leistungsfähigkeit, besonders im Kopf, ich habe Ritalin genommen, weil es mir sehr schwer fiel und fällt, eben mich konzentrieren zu können. Die Konzentrationsfähigkeit in der Schule war bei mir einfach nicht wirklich gut vorhanden, sag ich mal, weswegen ich mich entschieden habe, nach langer Absprache mit meinem Arzt, ob wir wirklich nur für die Prüfung, um eben sicherzustellen, dass ich am Tag X für die Prüfung bestmöglich leistungsfähig bin, was ja jetzt auch hoffentlich gut funktioniert hat. Also wir haben jetzt, Konzentrationsfähigkeit steigt und die Aktivität steigt im Allgemeinen. Der dritte Punkt, den ich habe, ist das Hungergefühl. Das Hungergefühl nimmt bei den meisten Leuten, die Ritalin nehmen, ab, weil euer Körper eben auf Adrenalin läuft und nicht mehr über die Nahrungszufuhr seine Leistung bezieht, sondern über Adrenalin, weil Ritalin Adrenalin im Körper produziert und euch eben leistungsfähiger erscheinen lässt. Das ist auch schon der erste Nachteil hier mit der Zufuhr von Ritalin, nämlich Adrenalin wird produziert. Euer Körper läuft auf Adrenalin und muss quasi über einen längeren Zeitraum mit weniger Nahrungszufuhr probieren, eben über den Tag zu kommen. Und das ist nur über Adrenalin möglich. Deswegen, Adrenalin steigt im Körper. Der Stress im Körper nimmt zu. Das habe ich wirklich auch gemerkt. Vor allem eben durch den gravierendsten Punkt für mich, warum ich Leuten Ritalin nicht empfehlen würde, ist, dass das Einschlafen wirklich mir sehr, sehr schwer fiel. Besonders für Leute, die Einschlafprobleme haben, würde ich auf keinen Fall empfehlen, Ritalin zu nehmen. Ich habe schon Einschlafprobleme, seitdem ich ein Kleinkind bin, habe ich schon Probleme damit einzuschlafen. Weil ich Probleme damit, zur Ruhe zu kommen quasi. Und deswegen würde ich Leuten, die sowas haben, nicht empfehlen, Ritalin zu nehmen. Weil ihr eben den Vorteil von Ritalin, dass ihr leistungsfähiger seid, der wird ganz schnell weggehen, weil ihr einfach jeden Tag zu wenig Schlaf bekommt. Wenn ihr keine Ritalin nehmt und jeden Tag, sage ich mal, 8 Stunden Schlaf habt, könnt ihr das über euer Leben lang so durchziehen. Aber wenn ihr durch Ritalin jeden Tag nur 5 Stunden Schlaf habt, das macht erstmal auf einen kurzen Zeitraum wie 1-2 Wochen nicht wirklich viel merkbarer aus. Aber wenn ihr es über einen langen Zeitraum macht, dann wird der Vorteil ganz schnell weg sein und ihr werdet einfach euch gar nicht mehr konzentrieren können, weil ihr einfach so extrem hohen Schlafmangel habt. Und euer Körper einfach nur noch schlafen möchte und das Gehirn hier oben nicht mehr wirklich das macht, was es machen sollte. Im Nachhinein muss ich echt sagen, dass es für mich halt eine Erfahrung wert war. Ich allerdings jetzt, ich glaube auch ohne Ritalin, das alles so managen hätte können wie mit Ritalin. Also es war für mich auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Was man wirklich erwähnen muss, wie mit allen Tabletten und allen Dingen, die ihr zu euch führt, die werden über die Leber und andere Organe abgebaut, weswegen ihr eurem Körper quasi
von extern einfach schadet. Automatisch. Also euer Körper, euer Immunsystem nimmt quasi ab, weil ihr durch dieses Medikament hier dem Körper einen enormen Stress ausübt, aussetzt. So kann man es eigentlich ziemlich gut sagen. Also, falls einer von euch da draußen gerade Ritalin nimmt oder in der Überlegung steht, Ritalin zu nehmen, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das euch lange zu überlegen, euch noch andere Erfahrungsberichte hier anzugucken und durchzulesen, mit eurem Arzt abzusprechen, ob mit eurer Vergangenheit, ob es möglich ist, dass ihr Ritalin nimmt, ohne irgendwelche Beschwerden zu haben. Und ob ihr es wirklich nehmen müsst, müsst ihr wirklich für euch selber entscheiden. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, es zu nehmen. Und es war für mich halt eine Erfahrung wert, es war in Ordnung. Ich werde jetzt auf keinen Fall nochmal Ritalin nehmen, weil es für mich halt nicht notwendig jetzt ist. Weil durch den Abschluss der Ausbildung habe ich jetzt den Stress von der Seite quasi, habe ich jetzt hiermit lösen können und bin jetzt durch, Freunde. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich nehme jetzt seit 3 Tagen kein Ritalin mehr, also würde ich sagen, bin ich jetzt auch schon über das Tief, nachdem man sich Ritalin zuführt. Weil ihr müsst es ja so vorstellen, wie mit Koffein oder anderen Drogen eben auch, wenn ihr es absetzt, wird euer Körper quasi einfach eine extrem hohe Müdigkeit zeigen oder andere Symptome, weil ihr eben zum Beispiel extrem hohen Hunger oder andere Symptome, weil ihr halt nicht mehr Ritalin zuführt jeden Morgen. Muss ja eben irgendwo anders seine Energie herziehen. Das macht er dann über Essen oder über erhöhten Schlaf oder wie auch immer man das ausdrücken kann. Ich glaube, ich bin jetzt da schon mal über den Berg. Ich hatte halt gemerkt, dass ich schon etwas müder war als sonst, aber das war jetzt für mich, dadurch, dass ich nur so kurz genommen habe und nur 10 bis 20 Milligramm, war das halt für mich nicht wirklich weiter schlimm. Ja, Freunde, Samuel Lüft ist Outdoor-Lifting. Checkt bitte Instagram ab und wenn ihr wollt, auch das Merchandise unten in der Beschreibung verlinkt. I love Zendere T-Shirts, ihr wisst Bescheid. Habe ich gerade leider nicht an, aber beste Qualität. Ja, Freunde, haut rein, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, wie eure Erfahrungen dazu waren, falls ihr es schon mal gemacht habt. Weil alle, die das Video gucken und mich auch, würde interessieren, wie es euch aussieht und ob ihr negative Erfahrungen gemacht habt mit dem Medikament, damit auch Leute, die quasi das als einfache Möglichkeit sehen, Leistungsfähigkeit zu steigern, ein bisschen abschrecken können und sagen könnt, was da jetzt wirklich für negative Folgen bei euch ausgibt. Vor allem Leute, die das eben über längeren Zeitraum nehmen mussten. Es gibt ja Menschen, die das wahrscheinlich schon ihr Leben lang nehmen müssen, wahrscheinlich, wenn du extrem hohe ADHS-Züge an, das wird dir wahrscheinlich schon als Kind angeboten sein, das zu nehmen. Und es würde mich wirklich interessieren, was für Geschichten hinter diesem Medikament hier stecken, Freunde. Das war's. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao. Ciao.